einen wunderschönen guten Morgen. Seid gegrüßt, ihr Lieben. Es ist Sonntag heute und wir sind schon richtig lange wach. Ich weiß gar nicht, wir haben jetzt 10 Uhr. Ach, ich war um 1 wach heute Nacht. Ich war um 5 wach und um 7 bin ich dann aufgestanden. Und wir waren schon richtig wuselig heute, denn obwohl Sonntag ist und der Umzug endlich ja weitestgehend vonstatten gegangen ist, also dieser Zeitdruck ist jetzt halt weg, und alles, was jetzt halt noch so gemacht werden muss, das ist jetzt egal, ob wir es heute machen oder nächste Woche, das können wir ganz in Ruhe machen. Aber heute fahren wir zur Kartbahn mit Calvino, der habe ich euch ja schon mal erzählt, dass der so auf Formel 1 und alles steht. Und weil ja jetzt ab Montag, ab 2.11. dieser Teil-Lockdown ist, ich glaube, da machen die auch zu. Und weil Kartfahren ja sowieso was ist, wo die alleine sind, also das ist ja jetzt nicht so Kontaktsport oder so. Deswegen haben wir gesagt, fahren wir heute nochmal mit ihm dahin und er ist voll aufgeregt. Er war schon duschen, hat sich fertig gemacht. Eigentlich wollte noch jemand mitkommen, der hat gerade abgesagt. Jetzt kommt vielleicht ein anderer Freund mit, wenn wir Glück haben, weil zu zweit ist das natürlich immer ein bisschen schöner für die Kinder. So, das war das eine. Das zweite ist, dann kommen nachher Familie, also Bernds Eltern kommen und hier zum Kaffee Kuchen. Deswegen habe ich eben so mit Glasreiniger die Fenster schnell nochmal geputzt und gesaugt. Der Bernd hat das Sofa abgesaugt, die Decken einmal alle ausgeschüttelt wegen den Hundehaaren, das machen wir täglich. Und ja, halt was man so macht, ne? Einmal übers Badezimmer drüber und so. Und gefrühstückt haben wir, unser Sonntagsfrühstück groß hier zelebriert. Sonntags sitzen wir halt alle gemeinsam am Tisch und frühstücken in Ruhe. Ja, und jetzt ist 10 Uhr, also in 3 Stunden haben wir schon einiges geschafft. Und um 10:30 wollten wir losfahren zur Kartbahn. Und natürlich nehmen wir euch heute auch wieder mit an unserem Sonntag. Und ach so, noch was, heute ist Allerheiligen. Genau, heute Abend fahren wir auch noch zum Friedhof, meine Mama besuchen. Ich hatte euch, also heute ist das Video online gekommen, auch wo ich den Koffer aufgemacht habe von ihr. Und es ist Zufall, dass es heute an Allerheiligen online gekommen ist. Das habe ich erst hinterher so bemerkt, dass es halt heute der 1.11. ist. Und das ist heute tatsächlich das erste Mal Allerheiligen, wo wir sie besuchen gehen. Ich habe so Grabkerzen geholt. Wo sind sie? Ach, die sind im Wintergarten. Egal. Jedenfalls Grabkerzen geholt. Ich war einmal nach der Beerdigung am Friedhof. Und ansonsten habe ich das immer so, ja, ein bisschen beiseite. Ich denke fast täglich an sie. Und sie hat auch immer gesagt, das ist, bedeutet ihr mehr, wenn man so täglich an sie denkt oder überhaupt an sie denkt. Ein ehrlicher Gedanke an sie findet sie schöner, als wenn man jetzt sagt, oh, ich muss diese Woche aber noch mindestens einmal zum Friedhof gehen, um sie zu besuchen. Und ich soll mir da gar keinen Stress machen, hat sie immer gesagt. Und das habe ich auch nicht. Ich war wirklich nur einmal da in diesen 4,5 Jahren. Ich weiß, das ist eigentlich nichts, aber ich konnte einfach nicht. Das fällt mir total schwer, dahin zu gehen. Und dieses Jahr habe ich mich aber so richtig drauf gefreut, auf Allerheiligen und dahin zu gehen und die Kerzen zu holen. Und Calvino hat auch mehrmals schon unabhängig von meinen Gefühlen gesagt dieses Jahr, er würde gerne mal die Oma Christa besuchen. Und das machen wir halt heute Abend, wenn es ein bisschen schon duster ist. Also wenn dann Bernds Familie vom Kaffeekuchen weg ist, dann ist es ja schon so ein bisschen dunkel. Es wird ja schon sehr früh jetzt dunkel und dann zünden wir die Kerzen an und da freue ich mich drauf, sie zu besuchen. Obwohl ich sie auch in Gedanken einfach hier besuchen kann, das weiß ich. Ja, gut, auf jeden Fall ist unser Sonntag super gefüllt, obwohl wir gesagt haben, boah, jetzt ist der erste Sonntag seit Wochen, wo wir mal so abschalten können, uns aufs Sofa legen können und nichts machen können. Und nach dieser Woche, wo ich im Krankenhaus war wegen einem Schlag auf dem Bauch, also Babybauch, wo ich die Treppe runtergefallen bin und mein Popo blau ist und das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Doch, habe ich euch erzählt. Aber ach so, das war auch noch. Gestern hatte ich gefilmt mit der Kamera. Ihr wisst, mein Laptop spinnt rum, das Display ist kaputt und den Vlog. Deswegen gab es gestern keinen Vlog, weil ich, der stürzt immer ab, der Laptop. Also das Display ist halt kaputt. Das, wie auch immer, Prozessor oder so, das funktioniert. Aber das Display wird immer schwarz. Ich habe jetzt im Apple Store nächste Woche Freitag einen Termin zur Reparatur. Ich hoffe, dass sie das direkt vor Ort machen in Oberhausen. Ich weiß es aber nicht. Es kann auch sein, dass, ja, dass sie den da behalten und dann zurückschicken. Jahre später. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Deswegen ist es wieder mit dem Handy gefilmt und deswegen gab es gestern keinen Vlog und deswegen wisst ihr noch nicht,
Also ihr wisst, ich bin die Treppe runtergefallen, es ist nichts passiert, aber an dem Abend, nachdem ich die Treppe runtergefallen bin, ist mein Fuß ganz, ganz dick geworden, geschwollen. Ich konnte gar nicht auftreten, das war so schlimm, dass Bernd die Krücken geholt hat. Das tat wirklich richtig weh. Ich habe gedacht, Kacke, jetzt hast du auch noch hier einen verstauchten Fuß und so. Gott sei Dank ist es über Nacht besser geworden. Ich kann wieder laufen, ohne zu schreien und ohne Krücken. Aber mein Popo ist blau. Ich habe einen riesengroßen Flatschen am Hintern. Ja, also war eine stressige Woche. Aber der Sonntag ist trotzdem gemütlich. Auch wenn heute Termine sind, ja, haben wir Spaß heute. Ich muss euch noch was zeigen. Also das Geräusch, was ihr jetzt hört, ist der Staubsaugerroboter. Sorry. Aber das muss ich euch zeigen. Das ist meine neue Errungenschaft von Amazon. Das ist so ein Fusselrasierer. Ey, der ist so mega, weil ich habe immer an meinen Oberteilen so Fusseln und der rasiert die ab und das funktioniert wirklich. Schaut mal. Ah. Der ist voll einfach. Und jetzt schaut euch das an. Das sieht aus wie neu hinterher. Und da sieht man jetzt die Neonfarben. Voll cool. Man muss allerdings das auf jeden Fall abmachen. Ich habe es schon mal mit versucht. Geht nicht, habe ich gemerkt, logischerweise. Aber ja, der zu empfehlen. Ich werde euch den unten verlinken. Der hat 5 Euro gekostet oder so. Also gar nicht teuer. Und der lohnt sich wirklich. Batterien sind schon dabei. Wir sind an der Kartbahn. Und ich glaube, ihr hört das sogar schon. Hier sogar in der Halle parken. Das ist jetzt voll komisch, dass ihr den Vlog von gestern nicht gesehen habt. Ich habe euch nämlich meinen neuen Mundschutz gestern schon gezeigt. Und ich weiß jetzt nicht, was ihr alles wisst und was ihr nicht wisst, weil ihr den einen Vlog jetzt wahrscheinlich nicht gesehen habt. So. So. So, ein Halstuch. Das ist nämlich voll cool. Das ist halt ein Tuch, was man so ganz rum machen kann. Und wenn man jetzt überall Maskenpflicht hat, auch in der Fußgängerzone, und man verlässt die Fußgängerzone, das finde ich halt so praktisch, kann man es halt wie ein Halstuch machen. Ja? Ja! Kinder sind voll aufgeregt. Und wenn man halt dann ins Geschäft geht oder Fußgängerzone, dann sind hier die Haken für die Ohren. Calvino hat auch so eins. Finde ich voll praktisch. Gut, dann zeige ich euch jetzt mal ein bisschen hier die Kartbahn. Das ist relativ voll schon. Kannst du dir leihen beim Fahren? Das war kostenlos. Was? Ich habe Joel nur gesagt, du kannst dir auch Helme leihen, die sind kostenlos. Ja. Aber ja, Helm ist kostenlos. Ja. Hier kann man dann halt parken. Hier parken mehrere Autos. Park vorsichtig! Ja, jedenfalls kann man da immer sehen, wenn man die Nummer weiß vom Kart, wer Erster ist oder ob einer von unseren dann Erster ist. Bernd wollte heute auch eine Runde mitfahren. Er muss sich gleich noch eine Sturmmaske holen. Calvino hat seinen eigenen Helm dabei. Hätte Bernd eigentlich auch seinen mitnehmen können. Haben wir gar nicht drüber nachgedacht. So, jetzt geht's gleich los. Da hinten ist Calvino mit dem orange-blauen T-Shirt. Ich weiß jetzt leider nicht, welche Nummer der hat. Das sehe ich ja dann gleich, wenn er die erste Runde geschafft hat. Ist immer aufregend. Achso, Bernd darf nicht mitfahren. Die haben gesagt, wenn ein Elternteil mitfährt, dann wollen andere auch. Und deswegen jetzt nur Kinder. Ihr könnt bei den Erwachsenen mitfahren. Aber dann sagt der Vater nicht mit. Ich wollte nur mal sagen, dass man mit der Maske richtig gut atmen kann. Also ich habe nicht so das Gefühl zu ersticken wie sonst immer, wenn ich diesen normalen Mundschutz habe. Sehr angenehm. So, jetzt starten die alle nach und nach. Da ist Calvino schon die erste Kurve. Jetzt muss ich erstmal gucken, welche Nummer der Calvino hat. Da ist er. Erstmal einfahren wieder.
richtig voll heute hier. Also jetzt in der Runde fahren 11 Stück mit. Das war das letzte Mal, als wir hier waren, nicht, dass so viele in einer Runde dabei waren. 28 hat Calvino. Super. Hast schon gar nicht guten Morgen gesagt. Morgen. Morgen. Bei uns gibt es jetzt Kaffeepause mit Keksis. Und die Kinder fahren noch eine Runde. Calvino hat den zweiten von 11 Plätzen gemacht. Hat sich geärgert. Aber egal. Deine Haare aus dem Gesicht machen. Kannst deine Maske kannst du abnehmen. Brauchst du nicht mehr. Also, wir fahren jetzt nach Hause. Müssen noch eben zum Laden Kuchen holen. Den haben wir da nämlich eingefroren. Wir holen immer so eingefrorenen Kuchen für unseren Besuch gleich. Und hinten wird fleißig Formel 1 geschaut. Auf dem Handy. Ja. Und dann kann der gemütliche Teil starten vom Tag, ne? Ja. Ja. Ja, Friedhof auch, aber das ist ja auch gemütlich, dann da drüber spazieren gehen und so. Und wir bereiten jetzt gerade alles vor hier für den Besuch. Und ich habe da Kaminfeuer im Fernsehen angemacht. Das ist voll schön. Und jetzt sagt der Bernd ja, er könnte ja auch den richtigen Kamin anmachen. Jetzt versuchen wir den Kamin zu starten. Oder eher gesagt, der Bernd. Den hatten wir nämlich doch noch nie an hier. Ich bin ganz gespannt, wie es wird. So, dann zeig mal, was du drauf hast, Herr Feuermacher. Die Streichhölzer reichen. Streichhölzer, ja. Oh, Papier haben wir ganz viel. Streichhölzer, wo habe ich die hingetan? Da. Zeitung habe ich heute Morgen noch weggeschmissen. So, hier hast du Zeitung. Also die Werbung, das geht doch, oder? Ja, ja. Er ist aufgeregt. Die kauen die. Darf man zu kauen? Nein, der fetzt alles voll hier. Geh raus da! Hier? Ja, dann müssen wir aber die Kerze wegmachen vom Kamin oben und. Okay. Das Coole ist ja, wenn wir jetzt Stromausfall haben sollten wegen der Krise, können wir wenigstens, also kochen kann man damit auch oder nicht so? Ich kenne das nur, dass man diese kleinen viereckigen Grillanzünder-Dinger da reinmacht. Haben wir nicht hier. Ich weiß, aber wir haben diesen anderen Grillanzünder, den flüssigen. Stichflamme. Was macht Härchen da? So, was machst du sonst nur im Garten, sagt er so komische Sachen. Ja. Ja gut, ich decke mal den Tisch weiter. Ohne festliche Tischdecke. Egal. Und hier ist der ganze Kuchen. Den versuche ich gerade einigermaßen zu drapieren. Ja, der ist ja in Recklinghausen, der Friedhof. Da fahren wir hin. Ob wir mit dem Auto zum Friedhof fahren? Nee. Ich habe gesagt, bis zum Parkplatz. Aber den Rest müssten wir dann schon laufen zum Grab. Ja, Besuch ist weg. Mit dem Kamin hat alles geklappt. Der ist schon wieder aus. Den haben wir jetzt ausgehen lassen, weil wir ja jetzt zum Friedhof gehen. Die Grabkerzen sind im Wintergarten. Die dürfen wir natürlich nicht vergessen. Den Smurfy dürfen wir auch nicht vergessen. Und ja, es fängt jetzt an zu dämmern. Wir fahren ungefähr 25 Minuten. Und dann ist doch bestimmt schon dunkel. Also fast dunkel, wenn wir da sind, oder? Stimmt. Ja. Wir sind wieder vom Friedhof zu Hause. Und das war, ja, in Anführungsstrichen ganz schön, ne Bernd? So schön.
Vom Herd das Drehding. Vom Herd, das runde Ding zum Ingredient. In der Schublade, wo da gerade der Schneebesen war. So schön wie ein Friedhofbesuch halt sein kann. Und jetzt wollte Bernd Essen machen, Schnitzel mit Pommes. Und wir haben uns vorgenommen, immer die Brötchen, die überbleiben vom Bäcker, was ziemlich oft bei uns leider ist, dass wir die benutzen, also reiben zu Paniermehl. Im Wintergarten. Da ist so ein Korb, da sind Kartoffeln und Zwiebeln drin. Das habe ich früher schon immer gemacht. Paniermehl reiben. Also bei meiner Mama früher. Hat die mal gesagt, Michaela, wir brauchen Paniermehl. Was machst du da? Du kannst auch Paniermehl machen, weißt du, Kaffee? Dann weiß man das Paniermehl ganz anders zu schätzen, du, wenn du das hier so machst. Geizhals mit Paniermehl. Ich bin so müde, mir brennt. Er sagt im HWR, es ist unheimlich. Weiß ich nicht. Er bellt die Hauswitter. Die weiß ja. Was hast du da entdeckt? Darf ich dir das denn reinmachen? Ich finde das da in der Schüssel finde ich eigentlich schon ganz gut. Hier, oder in der kleinen Schüssel, wo ich die Schnitzel reinmachen kann. Ja, müssen wir dann irgendwas, wo ich das jetzt zwischenlagern kann? Weil das kommt am Rand raus, also wenn ich die so schieben wollte. Ich war schon froh, dass ich die eine Schüssel gefunden habe. Bitte? Pilze frittieren oder? Ja, kannst ja stehen lassen, können wir immer noch gucken. Ganz gesund, in gesundem Fett frittiert. Ja. Die Nuggets, soll ich die schon mal runter machen? Wenn das Fett heiß genug ist, wenn die Lampe aus ist, gerne. Die unten rechts ist aus jetzt. Ja, dann kann das rein. Ganz frisches Fritteusenfett. Super. Du hast auch Hunger, ne? Soll ich nicht hier noch die Wasserflasche auffüllen? Ja, dann saugen die besser das Fett wieder auf, ne? Ich kann nicht mehr vom Betteln, das ist anstrengend. Ja, da sitzt wie so ein Gnom. Ein Gnomi-Momi. Ja. So. Was das? Achso, wollte ich euch auch zeigen. Hier, wir machen immer auf Kaffeefilter die Schnitzel und was wir frittieren und so. Weil die dann so schön das Fett aufsaugen. Auch ein Tipp von meiner Mama. Heute habe ich ganz viel von der Mutti erzählt. Wir haben jetzt Feierabend und schauen jetzt, glaube ich, Bumblebee, oder? Der läuft auf Pro7. Und ja, ich bin echt froh. Ich bin voll geschafft jetzt vom Tag irgendwie. Müde, aber ich bin ja immer müde in den letzten Wochen. Smurfy ist da auf seinen Decken. Da fühlt er sich jetzt heimisch. Ja, habe ich mir ein Wasser mit Zitrone gemacht. Und ja, ich glaube, den gucken wir auch nicht mehr zu Ende, den Film. Glaube ich. Ich sage, ich glaube nicht, dass wir den noch zu Ende gucken, den Film. Nein. Da ist Bernd, der kommt auch. Ja gut, ich danke euch fürs Zuschauen und würde einfach sagen, bis morgen. Ach so, übrigens hat der Bernd mich heute arbeitslos genannt. Ab morgen bist du noch arbeitslos im Nagelstudio. Er
sagt, ist das nicht gemein? Excited. Ja, arbeitslos. Das muss ich mir hier anhören. Ja. Ja. Okay. Gut. Bis morgen. Schönen Abend. Tschüss.